Ich, Dödel, habe den die ganze Zeit falsch benannt. Das ist natürlich der Aquakontur Automatic. Ihr habt mich wahrscheinlich schon in 1000 Kommentaren korrigiert. Vielen Dank dafür. Der Vorteil von dem Ding ist, man kann gewisse Ecken mit mehr Power ansprühen, dann mit weniger Power. Also es gibt dann, man kann x Stellen einstellen, wo man sagt, okay, hier bitte mehr Power, hier bitte ein bisschen weniger Power. Das Problem ist beim Einstellen, man wird auf jeden Fall nass. Wenn man den schon vergraben hat, wird man auf jeden Fall nass. Das ist nicht ganz so geil konzipiert. Man sieht es jetzt hier mal, jetzt geht er da gerade auf volle Power und jetzt stellt er um und geht ein bisschen zurück, um die kleineren Ecken dort hinten auch zu bewässern. So, das kann man nachher nochmal einstellen, ist noch nicht ganz optimal bei mir, funktioniert aber schlussendlich ganz gut.